Und was kommt dabei heraus? Wenn Menschen über was quatschen oder gar im Internet posten und sie haben keinen blassen Ahnungsschimmer, wovon sie da überhaupt reden. Hauptsache, man lässt die Sau raus. Ist ja völlig egal, ob an dem, was man da sagt, auch nur ein Fünkchen Wahrheit dran ist. Ob das irgendeinen Zusammenhang hat mit dem Rest, den man sonst noch blubbert. Hauptsache, man ist dabei. Man ist der große Redenschwinger. Der größte Redenschwinger bin ja wohl ich. Und ich habe ja wohl auch keine Ahnung. Gut, ist jetzt doch ein bisschen tief gestapelt, weil zwei Dinge beachte ich schon. Ich versuche schon hauptsächlich über das zu reden, wo ich eine Ahnung habe. Ein bisschen. Und zweitens mache ich ja immer darauf aufmerksam. Leute, ich weiß, dass ich nichts weiß, informiert euch. Möglichst viele Quellen, unterschiedliche Quellen, zuverlässige Quellen, Bildung, Information. Immer das gleiche Gesülze vom Alten. Ich habe nur Gedankenspiele, ich habe nur Anregungen. Wir sausen halt diese oder jene Ideen durch den Kopf, die wollen ausgesprochen werden. Und eigentlich solltet ihr so ein Video hören und einen Notizzettel dabei haben und euch da notieren. Also, da hat er gelabert, obwohl er keine Ahnung hat. Da hat er fragwürdigste Sachen erzählt. Da müssen wir jetzt nochmal googeln. Was ich momentan auf dem Herzen habe, das ist genauso ein Thema, wo ich sündhaft geschlampert habe. Also, es ist fast nichts vorstellbar und es ist vor allem nicht verzeihlich, wie wenig ich mich damit auseinandergesetzt habe, nämlich mit einem Thema, das mit Vega angeht. Also Veganer, Vegetarier. Und da gibt es ja noch die verschiedensten, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Glaubensrichtung. Aber da geht es dann schon los. Ja? Wieso sagt er Glaubensrichtung? Will er uns ins Lächerliche ziehen? Nein. Ganz und gar nicht. So wie ich den Begriff benutze, weiß der Veganer, was ich meine. Er muss dann nur noch wissen, dass ich ihn eben nicht lächerlich mache, sondern ganz im Gegentum. Ich bin auf eurer Seite. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Das Schlimme daran, das Unverzeihliche ist, dass ich selber nicht in die Hufe komme, dass ich es nicht schaffe, mich nur noch von Fleisch zu ernähren. Und was dann noch dazu kommt, wenn man komplett auf tierische Produkte verzichten will. Inklusive Käse und Eier und was weiß ich. Ich will jetzt aber über dieses Thema gar nicht so groß reden, weil ich schon gesagt habe, ich habe es versäumt, mich da einzuarbeiten. Ich will über ein viel schlimmeres Thema reden. Nämlich, dass es da Menschen gibt, meist junge Menschen, meist, das muss ich mal dazu sagen, sehr kluge Menschen, gebildete Menschen, die schon was in der Birne haben. Ja, die manchmal übers Ziel hinausschießen, klar. Jung und unerfahren, aber engagiert. Und was passiert? Die alten Opas und Omas, die Hinterwäldler, die Provinzler. Und, ja, jetzt muss ich wieder vorsichtig werden. Und zwar nicht, weil ich höflich sein will, sondern weil ich feste Überzeugung bin, dass es so ist. Die Bildungsopfer. Das ist nicht beleidigend gemeint, nicht entwürdigend. Das ist das besondere Schicksal von Menschen innerhalb
unseres Systems, und da geht es uns in Deutschland noch relativ gut, jammern auf hohem Niveau, wie immer. Da kann man schon ein bisschen Bildung mitkriegen. In anderen Ländern ist das viel, viel, viel katastrophaler. Ob wir die richtige Bildung mitkriegen, ist eine andere Frage. Jedenfalls, keine Ahnung, warum man sonst noch so über Veganer herziehen kann, was da für ein Motiv dahinter steckt. Vielleicht, 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 ja, dass man sich insgeheim ein bisschen schämt, dass man immer noch Fleisch isst. Und das will man sich nicht eingestehen und der Welt sowieso nicht eingestehen. Und das geht am besten, indem man klipp und klar sagt, wer kein Fleisch isst, ist ein Vollidiot. Ist gar nicht nötig, brauchen wir nicht. Wir können uns gesund ernähren mit Fleisch. Die Menschheit ernährt sich seit der Steinzeit. Und wie wir sehen, sie gedeiht prächtig. Und deswegen gehen wir auf die los, die gegen Fleisch essen sind. Und weil wir da aus irgendeinem Grund uns gar nicht informieren wollen, worum es eigentlich geht, und auch gar nichts darüber wissen wollen, weil alles, was wir da eventuell erfahren könnten, auf unser Gewissen schlägt, auf unser schlechtes Gewissen. Deswegen lassen wir Informationen nicht an uns ran. Stattdessen gehen wir in die Gegenoffensive. Und das ist ja moderner als je zuvor. In den Corona-Zeiten ist das ausgeufert, das ist ja überhaupt nicht mehr zu überblicken. Lass dich gar nicht ein auf eine Diskussion, sondern geh sofort in Konfrontation. Hau sofort ein volles Brett dagegen. Kein Wort über die Argumente des anderen. Kein Argument überhaupt. Kein Gegenargument, sondern beleidigen, beleidigen, diskriminieren. Und ich behaupte mal, der heutige Vega-Mensch, ich habe es gesagt, Vegetarier, Veganer etc., alles ist unter Vega bei mir, mein Wort dafür. Habe ich jetzt nur eingeführt, vielleicht gab es das schon. Der Vega-Mensch, der ist der Neue, und jetzt muss ich wieder vorsichtig sein. Ich darf ja keinen Begriff nennen, ohne dass ich nicht selber schon wieder Zielscheibe werde. Also der neue, andere Mensch. Es geht immer ums Anderssein, andere Hautfarbe, andere Religion, andere Kultur, tausendmal erklärt. Der neue andere Mensch, der ist jetzt vielleicht sogar ein Deutscher, ein echter Deutscher. Oh, wie großartig. Und was weiß ich, was da noch alles ist. Aber halt, Veganer geht ja gar nicht. Also ist er anders, ganz anders. Der normale Mensch, der normale Deutsche, der normale Bayer, der normale Franke und was da noch so alles normal ist, der isst halt Fleisch. Der kommt nicht klar ohne sein Schnitzel, ohne sein Schweinebraten. Ja, ich auch nicht, ich komme auch nicht klar. Ich bin so erzogen worden, ich bin so sozialisiert worden. Lustigerweise umgekehrt. Ich habe mich so an Fleisch gewöhnt, weil ich es in meiner Kindheit nur einmal die Woche bekommen habe. Sonntagsbraten, Montag, die Reste aufgewärmt. Wenn es ganz feierlich wurde, das war schon halb Weihnachten, dann gab es Mittwoch mal eine Schlachtplatte, bin ich vom Metzger im Nachbarort geholt. Zu Fuß. 6-7 Kilometer latschen. Ich, der 8-Jährige, 9-Jährige, durch den Wald. Ja, wenn man sich so diesen Genuss holen muss, da macht man das, was ich immer gemacht habe, wenn Kirchweih war, nicht Karussell fahren, nicht Autoscooter fahren, alles Geld in die Schaschlikbude.
Und von diesem Glückserlebnis, das mir da anerzogen wurde, und zwar eben nicht durch den Überfluss, sondern durch den Mangel, von dem komme ich bis heute nicht weg. Aber das nimmt mir nicht das Recht, darüber zu reden und zu sagen, ich schaffe es selber nicht. Vielleicht finde ich ein paar, die mir gemeinsam damit helfen, vielleicht eine Selbsthilfegruppe. Meine Steinbrecher sind da schon wenigstens Facebook-mäßig ganz gut an mir ins Gewissen rufen. Das ist sehr, sehr schön. Sollen sie ruhig so beibehalten. Also, ich finde nicht, dass ich etwas nicht diskutieren darf, bloß weil ich selber falsch mache. Das mache ich im Tischtennis auch nicht. Wenn ich im Tischtennis nur das diskutieren dürfte, was ich selber richtig mache, dann wären wir bei Null, weil ich mache nichts richtig. Gerade deswegen, weil ich alles falsch mache, weiß ich über die Fehler Bescheid. Vielleicht besser als einer, der es automatisch richtig macht, aus Naturtalent immer richtig gemacht hat, nie einen Fehler und jetzt gar nicht weiß, warum das so funktioniert. Und ich sag's noch einmal. Gerade jetzt eben geht es mir nicht einmal darum, vegan ja, vegan nein, sondern es geht mir um die Behandlung, wie die Menschen behandelt werden, die sich hier höchst verantwortlich verhalten. Also selbst wenn das falsch wäre, was sie da propagieren, dann muss man ihnen immerhin zugute halten, sie haben sich da was überlegt, sie haben da nachgedacht. Während ich 40, 50 Jahre über das Leid der Tiere kaum nachgedacht habe. Naja, ich habe schon nachgedacht, aber nicht genug. Definitiv nicht genug. Ja, und das, was ich bei meinem Nachdenken rausbekommen habe, dass man Tiere überhaupt nicht einspannen darf, dass man keine Katzen, keine Hunde halten darf, dass man nicht reiten darf, ja, das erklärt man meiner Tochter, die begeistert reitet. Und da bin ich kein Radikaler, da bin ich nicht gnadenlos, da bin ich tolerant, das akzeptiere ich. Aber ich erlaube mir wenigstens Kritik. Tolerieren muss ich es, weil ich mich selber auch tolerieren muss. Kann nicht die anderen anders behandeln als mich. Aber drüber reden, das fände ich gut, wenn wir anfangen würden, drüber zu reden. Wie wir mit Tieren umgehen. Und das ist ja nur ein Aspekt des Veganmenschen. Ernährung ein anderer, Umweltbelastung ein dritter. Ja, aber den Naturschützern geht es genauso wie den Veganern. Das sind alles die neuen Fremden. Menschen, die anders sind als der Spießbürger, als der engstirnig Denkende oder überhaupt nicht Nachdenkende, als der, der so lebt, wie er es gelernt hat und nie eine Sekunde darüber nachgedacht hat, ob er das Richtige gelernt hat oder ob das, was er gelernt hat, sich mittlerweile vielleicht verändert hat und vielleicht gar nicht mehr stimmt und vielleicht eine Korrektur braucht. Die neuen Diskriminierten. Neben den Alten, die natürlich immer noch diskriminiert werden wegen Rasse, Geschlecht. Ich will das nicht wieder alles aufzählen. Jetzt die Neuen, also Veganer, Naturschützer, Klimawandelfans. Das sind komplizierte, ganz komplizierte Bereiche. Aber gerade deswegen müssen wir miteinander reden. Wir müssen uns zusammensetzen, alle miteinander, und müssen zu diesen schwierigen Fragen Lösungen finden. Sonst gehen wir unter, fürchte ich. Das muss eigentlich nicht sein, oder? Müssen wir unbedingt untergehen? Mann, ich hab's bald hinter mir, aber ihr, meine Enkel? Oh. Also tschüss erstmal.